Ein wunderschöner guten Tag, wir sind zurück in War Thunder und heute geht's mal einfach mit einer normalen Runde mit den Amis los. Ganz easy peasy, ich habe momentan den Jumbo freigespielt, da ich den Jumbo aber erst zweimal im Spiel gehabt habe, dementsprechend noch nicht mal die Ersatzteilkiste, wobei es eigentlich, ja, dreimal hatte ich ihn, genau. Immer nette Runden waren, weil der Jumbo ist einfach mega geil gepanzert, dafür ist aber die Kanone echter Rotz, also das ist wirklich, ja, ich stand dann gegenüber von einem KV-1 und der KV-1, der hat null Chancen gegen mich, auf kurze Distanz, geht einfach, also ich weiß nicht, er muss irgendwie einen Glücksschuss haben oder sowas, auf jeden Fall die ganze Zeit bei mir klingeln und ich konnte den KV-1 dann quasi, ich zeig euch das mal, ich habe hier ja quasi einen, so, quasi da immer reinschießen und das ging wunderbar, sage ich euch. Sehr gut, das Ganze. Sehr, sehr zu empfehlen. Genau. Ansonsten, ja, M24, wenn es mal schnell gehen soll, wobei er eigentlich nicht so schnell ist, finde ich zumindest. Dann den Sherman mit der langen Kanone auch ziemlich geil. Dann den Jumbo, den M10, M15 mit einer schlechtesten Flax, die ich kenne. Und die P47 Dora 25, das ist die erste P47 in der Reihe. Geiles Gerät, sage ich euch. Kann ich jetzt mit voller Bewaffnung fliegen? Macht sehr viel Spaß, also ich kann jetzt die, mein Gott, hier krumme Finger wieder, ne? So, also, 10 Raketen, eine 500, was heißt IB nochmal? Ich wusste es mal, scheiße, ich komme nicht mehr drauf. Eine 227 Kilobombe und zwei 454 Kilobomben. Damit kann man auf jeden Fall was reißen. Ich bin aber, mit Raketen geht eigentlich ganz gut, da kann ich doch den einen oder anderen Treffer mitmachen. Bei, wie heißt es denn? Bei den Bomben, ja, läuft es noch nicht ganz so gut. Schauen wir mal, was das so wird. So, wir laden das Ding einfach mal und dann gucken wir mal, was denn da so kommen wird. Ich hoffe, dass es dann ganz lustig wird. Ich habe hier einen 150% Booster, den ich mal vielleicht aktivieren kann. Kann ja nicht schaden, ne? So, wenn ihr Top-Tier seid, ihr seht eigentlich ganz schnell, ob ihr Top-Tier seid. Wenn eine M18 dabei ist, kann es, also von eurer Seite, ne? Eine M18 Hellcat, ne? Der Panzerjäger nach der M10. Warum dauert das jetzt so lang? Eben bupp, drin. Na egal, kann ich was dazu erzählen. Also, wenn ihr Top-Tier seid mit 4.7, ihr seht eine M18 in einem gegnerischen Gefecht oder ihr seht irgendwelche T-34-85 mit euch mitfahren, dann ist das nicht so gut. Dann seid ihr nicht Top-Tier. Ne? Nur mal so. Meistens ist es so, dass wir jetzt gegen Russen und gegen Deutsche spielen. Würde ich mal fast die Hand für ins Feuer halten. Fast. Aber das muss nicht sein. Also muss man mal gucken. Wenn ihr keinen T-34, 85 beziehungsweise keine M18 irgendwie habt, also so die Konstellation höchstwahrscheinlich wird sie irgendwie so sein, dann seid ihr ganz gut dabei, weil dann habt ihr auch wirklich eine Chance, da was zu machen. Das geht wirklich sehr, sehr gut. So, wir werden das mal gucken. Anhand der Pünktchen kann ich jetzt mal weniger sagen. Ich starte mal ganz gerne oben. Hab 55 Schuss mit sehr viel Munition mit dem Viech, weil man schießt sich verdammt schnell leer. Ich war letztes Mal in einem Gefecht und da ging es die ganze Zeit papapap und da hatte ich, weiß ich nicht, in kürzester Zeit nur noch 35 Schuss. Naja, gucken wir mal. So, M18 ist dabei. Jetzt ist sogar ein Tiger. Uiuiuiuiui. Also viel schlimmer geht's jetzt eigentlich nicht beim Matchmaking. Ja. Und dann wird der Schachtel hier. Eieieiei. Der Gegner wird haben. Jetzt wo? Würde ich mal drauf tippen. T-34, 85 auf jeden Fall. T-34-85. Ich bin ja froh, dass die 8 dann auf meiner Seite ist, weil mal der M18 wird jetzt das Ding da holen, denke ich mal. Ach ne, das ist ja gar kein Eroberungspunkt. Egal, wir fahren trotzdem außen rum. Vielleicht ist ja da ein oder andere Tiger hinter uns, der uns ein bisschen Unterstützung geben kann. Ein M10, da ist noch ein Jumbo. Die ganzen Tigers fahren da hinten lang. Ja, doch, der vorne fahren sie voll durch. Wollen sie machen. Ich habe, wie gesagt, noch nicht die höchste Ausbaustufe. Da sieht er schon, eine IS-1 ist auf jeden Fall dabei, weil der hat gerade einen Ballon weggeschossen. IS-1 hat die 85er Kanone, also 85 mm. Das ist nicht ohne, aber das ist, naja, auf Distanz und so weiter mit meiner Panzerung durchaus machbar, habe ich jetzt gelernt. Aber das ist natürlich ein Matchmaking, was richtig reinhaut. Hätte ich vielleicht vorher einen Cut machen sollen, weil wenn es jetzt ganz schlecht wird. Oh oh, oh oh. Oh oh. Ja, nicht so gut. Egal. So, wir werden das trotzdem jetzt hier hinkriegen. Weil das Ding ist wirklich mega geil gepanzert. Und da könnt ihr euch ein bisschen auf die Panzerung auch verlassen. Also das ist wirklich. Da war schon was. Okay. Das war der erste Schuss, der schon vorbeiging. Leider Gottes. Da
gerade gucken hier, dass da rechts nicht durchkommt. Eieieiei. Der hat irgendwas, der hat mich auf jeden Fall heftig getroffen gerade. Ist er? Was machen wir jetzt mit dem? Wir fahren mal einfach voll drauf zu. Vielleicht wird es ja was werden. Insofern ich jetzt von rechts nicht. Eieieiei. Na gut, das war ein bisschen Panzer. Witcher Treffer, Kommandant, Richtschütze. Da haben wir einfach mal den PT-76 rausgemüllert. Fuck. Mist, 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 diese doofe Kanone von dem Ding. Motorkühler, richtig geil, so. Motor hat den aber auch noch getroffen. Der brennt jetzt ehrlich, oder was? Ladeschütze haben wir rausgenommen. Der brennt jetzt echt tot. Unbeschädigt? Ja! Wie viel? KV-85, okay, auch nicht schlecht. Treffer, ha? Treffer, ha? Wir haben auf jeden Fall gut das mitbekommen. Ist die unbeschädigt? Oh. Auch abgeblockt, sehr gut. Unbeschädigt, jetzt müssen wir aber kämpfen. Ah, da hat uns voll erwischt, ey. Wir haben leider kein Reparaturkit, deshalb bin ich jetzt leider am Arsch. Der riecht jetzt auch raus. Einfach so viel markieren, wie es jetzt noch geht. Ja, ja, dann sind wir raus. Schade, 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 aber für einen Stock-Panzer war das natürlich gerade bei Low-Tier mega geil. Also, ja gut, da sieht man natürlich dann, aber das Ding ist so krass gepanzert, wirklich, das ist der schiere Wahnsinn. So, jetzt versuche ich mal mit dem Ding hier was zu reizen. Vielleicht kriege ich es da hin, ich habe aber gar nicht geguckt, wie viel von meinem Team überhaupt noch über ist. Wobei wir uns da echt nicht verstecken müssen und ich denke, ja. Also wie gesagt, für einen Stockpanzer haben wir uns da sehr, sehr teuer verkauft. So, wir sind richtig fett beladen, wenn man das sieht. Also was das Ding tragen kann, das ist der absolute Bringer. So, jetzt kommt aber ich mit Bomben. Das ist immer so eine Sache. Und ich würde immer erst die Bomben wegschmeißen. Aber gut, der fragt mich schon. So, da ist der Panzer, der mich rausgenommen hat. Den versuche ich jetzt einmal rauszunehmen. Dann könnte ich vielleicht noch Raketchen im Arsch hier, ja, mal gucken. Unsere Fahne ist eigentlich eine Rakete besser, finde ich zumindest. Man muss mal bedenken, die Raketen sind links und rechts angeordnet, dementsprechend am besten immer ein bisschen links oder rechts vom Ziel zielen. Vom Ziel zielen, ne? Also ganz wichtig. So, da steht da der Heini. Jetzt noch die Raketen. Bis da hat er nicht richtig gut gezogen. Ja, manchmal ziehen sie auch nicht so gut rüber. Glück, kriegen wir die Karre jetzt auch noch rum. Boom! Richtig geil! Richtig geil! So, oh, oh, was schießt da jetzt auf mich? Soll so machen. Durch die Flak noch. Ah, M16, M18. Wirbelwind. Ist das war zu schlecht? Eieieiei, da habe ich. Nein, 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 nein. Das war einfach nur blöde gerade. Aber egal, dafür, ja. Wenigstens mal mit Bomben was gezogen. Das war ja schon mal cool. Was eigentlich, das war echt ein echt dummer Kill gerade. Also, richtig blöde. So, wie machen wir das jetzt am besten? Wir starten mal da mit dem M4A1. Das war echt ein bisschen. Ah, weiß ich nicht. Da muss man manchmal ein bisschen noch gucken. Und der stützt auf jeden Fall was ab. Ist auch nicht gut, dass das abstürzt. So, jetzt müssen wir nur noch da A mal wiederholen, würde ich mal sagen. Wir verteidigen mal. Irgendwo muss da nämlich ein Panzer sein, der uns so ein bisschen auf den Keks geht. Weiß nicht, der lebt noch. Scheiße, der lebt wirklich noch, der blöde Heini da hinten.
Wo ist er? Geht, glaube ich, vor mir. Irgendwo da ist er. Mist. Den habe ich gar nicht mehr gedacht. Naja, hätte ich natürlich drauf gucken sollen. Aber das ist da vielleicht rausgegangen. Ja, er ist raus. Sehr gut. Eieiei, das war gefährlich. Good game, genau. Auf jeden Fall good game. So, das war auf jeden Fall nicht schlecht. Wir sind sogar erst, das ist cool. Und ich habe den 150% Booster gezogen. Das war eigentlich noch viel, viel besser. Bisschen ärgerlich, dass ich da mit der P47 eigentlich so blöde geflogen bin. Das war echt nur dumm. Oh, gucken. Quantiger Team hat die Eroberung abgebrochen. Okay, können sie ja machen. Ist ja erstmal kein Problem. Wir holen uns das Ding einfach mal wieder. Das ist nicht wichtig. Hm. Können eigentlich nicht mehr viel reißen jetzt, weil das Spiel ist eigentlich vorbei. Der Gegner ist sehr stark dezimiert worden. Aber nichtsdestotrotz sollten wir natürlich gucken, dass da nichts kommt. Da kommt jetzt immer noch das eine Flugzeug. Das ist eine... Ja, sieht aus wie russisch. Also auf jeden Fall russisch. Ich bin immer so im Modus, dass da immer noch alle... dass immer Deutschland und Russland gegen den Rest der Welt spielt. Das ist immer ein bisschen typisch. Aber das Ding ist durch, weil B ist jetzt erobert. Und T-34 hat da noch einen rausgenommen. Von Bipsch nochmal. Man wird dann mal unachtsam, finde ich. Ja, das nehmen wir mit. Sehr gut. Machen wir mal da oben. Seeende, genau. Da gehen die Punkte runter. Sehr gut. Da schreiben wir auch Good Game. Nehmen das gerne mit. Irgendwas schießt hier dann gewaltig. Weil die schießen sich ja gegenseitig an. Keine Ahnung. So, zweiten Platz gemacht. Sehr gut. 1733 Punkte mit einem Multiplikator. Ist das natürlich ziemlich cool. Das war echt witzig mit dem Jumbo. Also, man sieht das auch nicht von Weitem, finde ich immer. Ob ich jetzt gegen einen Jumbo spiele oder nicht, das ist echt heftig. So, sehr gut. Achso, den neuen Rumpf habe ich mitgenommen. Mhm. Sehr gut. Dann, keine Ahnung, gehen wir auf den Kompressor, ein bisschen mehr Power, wobei ich diesen IP47 auch nicht zu Ende spielen werde, denke ich mal. Mal gucken. So, wir kaufen hier erstmal die Ersatzteilkiste, das freut mich sehr. Und danach, boah, Turmdrehrad ist doch immer gut, oder wie seht ihr das? So, gehen wir mal weiter, gucken uns das gerade mal an, das liegt doch schon mal ganz nett. Guck mal, 1135 Punkte, so, das ist natürlich ziemlich cool, hier oben gab es noch ein schönes Ding hier. Emblem des 3. Regiment de Chaussee de Afrique. Aha. Super. Toll. So, also zerstörte Bodenziele 3. Das war einmal ein Bömmchen, genau, und zwei mit dem Jumbo. Ziemlich cool. Abschlusshilfe 1, kritische Treffer 3, 14 Treffer insgesamt. Und ja, ziemlich nett. Da war noch der PT-5 dabei. Und das andere Ding. Fällt mir gerade nicht ein, egal. Aber war ja ganz nett. So, was haben wir sonst noch dabei? 4127 Punkte, das ist auch schon mal ganz nett. Neuen Motor haben wir, passt der Forsch bei dem Sherman mit der 670er Kanone. Das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr schönes Gerät. Gucken wir mal, eigentlich eine recht schnelle Runde gewesen. Diszipliniert gespielt von den Leuten. Machte Spaß, sagen wir es mal so. So, das ist auch ein guter Panzer. Aber das ist der wirklich ziemlich coole Panzer. Ich werde mir nochmal richtig vorstellen, aber hier mal so einen kleinen Blick da drauf. Ja, hier, das ist seine Schwachstelle, ne? Also da geht echt viel durch, ne? Da bin ich aber auch nicht so ganz der... Ist das jetzt nur so aufgesetzt oder ist das nur wirklich nur die Panzerung? Also das... Hier unten ist wieder mega viel, aber der Bereich, der ist wirklich sehr schwach gepanzert. Und hier oben, das ist wirklich der Knüller, ne? 180 mm teilweise, also da geht nichts durch, da eine Seite auch. Also wenn ihr den von vorne geht, versucht oben auf die Commander-Luke zu gehen. Mit ein bisschen Glück splittert das nämlich runter und der Turm... Ah, da könntet ihr durchaus den Richtschützen und den Commander bekommen. Das ist natürlich nicht schlecht dabei. Also hier oben die Luke reinschießen, kann ich euch empfehlen. Ansonsten 5 Leute drin finde ich immer gut. Wie gesagt, vorgestellt wird er aber nochmal. Ja, cool. Also auf jeden Fall ein Stockpanzer, so cool. Ja, es ist wirklich ein sehr starker Panzer. Eine Sache, das Ding ist dann quasi, worauf man nachher gehen möchte. 137 mm Durchschlag, was nicht schlecht ist, muss man auch sagen. Eine sehr schnelle Granate, ne? 886 im Vergleich zu den 619 Meter pro Sekunde. Ja, das Ding hier ist so, ja, nimmt man auch mit, ne? 88 mm, ein bisschen weniger Durchschlag, aber dafür Sprenggranaten. Ich habe auf Entfernung gegen einen, was war das?
ein dicker Max war das oder ein Nashorn, bin mir jetzt nicht sicher, gekämpft. Sehr schwer, weil man einfach mit dem Ding dann nichts reißen kann. Aber die MGs sind natürlich auch nicht schlecht, wie man da bei dem PT-5 gesehen hat. Gut, ja, und dann natürlich hier die P47, die darf natürlich auch nicht zu kurz kommen. Super geil, ihr habt das gesehen mit dem Bömmchen. Also ziemlich cool, bisschen doof geflogen von mir, weil da hätte eigentlich mehr drin sein können oder müssen sogar. Aber trotzdem ein super geiles Flugzeug für Ground Forces mit einer der besten, finde ich, bis dato. Sehr, sehr gut. Vorteil gegenüber, also Vorteil der P38, die ich davor einmal hatte, die früh oder spät ist da eigentlich total egal. Und die haben beide Raketenrüstsätze, genau. Weil die P38 hat nämlich die Raketen in der Mitte, nämlich unter der Kanzel, quasi hier links und rechts daneben. Ich kann euch das mal gerade zeigen, wo dann der Unterschied ist. Das ist sehr interessant. Da sehen wir es. Klack. Also die Raketen hängen hier und dementsprechend streuen die Raketen nicht so, als wenn sie jetzt außen hängen. Deshalb immer eher etwas weiter links oder rechts davon ziehen von eurem Ziel. Dann trifft ihr mal eine Rakete und in der Regel ist, wenn eine Rakete trifft, dann auch ganz schnell Feierabend beim Gegner. P-38 ist auch ein sehr gutes Flugzeug dabei, hat dann durch die Brownings und die 20mm Geschütze wirklich sehr viel Spaß dabei. Die P-47, eine Sache dazu noch, habe ich sehr gute Erfahrungen mit der Leuchtspurmunition gemacht. Panzerbrechende Brandmunition mit Leuchtspur, das ist sowas von geil, dieses Geschoss ist. Also das kann ich wirklich sehr empfehlen. Da macht ihr wirklich nichts verkehrt mit und könnt damit wirklich jegliche Fahrzeuge attackieren. Das ist richtig cool. Also Fahrzeuge von oben attackieren, das geht sehr gut, aber auch Flugzeuge damit abzuschießen geht auch sehr, sehr gut. Die Brandwahrscheinlichkeit ist wirklich sehr hoch. Bodenziele würde ich hier gar nicht nehmen. Das ist, ja, weiß ich nicht, braucht man dann nicht so wirklich, dann lieber Leuchtspur nehmen. Also das ist wirklich sehr, sehr cool dabei. Macht dann durchaus Laune. Wunderbar. So, also dann sage ich jetzt mal vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, diese kleine Runde mit dem amerikanischen Line-Up hat euch gefallen. Von ausgesehen sehen wir uns ja beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, du Assan. Ich bedanke mich für euch. Bis denn dann.